Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Ich werde euch heute den Fast Wireless Charging Stand von Pomelo Best vorstellen und mal testen, wie schnell das Ding mein iPhone wirklich auflädt. Also, bleibt dran! Vorab geht von mir ein kleines Dankeschön an Pomelo Best raus, die mir diesen Artikel netterweise bereitgestellt haben. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Paket kam mit Amazon Prime wie gewohnt innerhalb eines Tages an und war gut verpackt. Außen am Karton finden wir als erstes Angaben zur Leistung und Reichweite des Chargers, die auf jeden Fall mit anderen Markenprodukten mithalten können. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und schauen mal hinein. Dort haben wir direkt den Charger, das Ladekabel und die mehrsprachige Anleitung. Und das war's. Dezent, wenn nicht sogar ein bisschen zu dezent, weil ich mir einen Ladeadapter schon gerne gewünscht hätte. Wenn ihr das Fast Wireless Charging nutzen wollt, müsst ihr euch wohl oder übel einen geeigneten Adapter extra dazu kaufen, da dieser leider nicht im Lieferumfang enthalten ist. Leider ist auch kein normaler Adapter enthalten, wo ihr aber einfach euren normalen USB-Ladestecker nutzen könnt. Das Ladekabel hat eine schöne Länge, die auf jeden Fall für jeden Nachttisch ausreicht und zur Not auch mit jedem Micro-USB-Kabel verlängert werden kann. Wenn wir uns nun den Charger selbst anschauen, macht dieser einen wirklich guten Eindruck und ich war echt überrascht über die tolle Verarbeitung. Auf der Unter- sowie Oberseite befinden sich Anti-Rutsch-Pads, damit der Charger immer einen festen Stand hat und das Smartphone während des Ladens nicht wegrutschen kann. Ansonsten besteht er aus einem harten und sehr gut verarbeitetem Plastik, welches sehr robust wirkt. Auf der Vorderseite hat er außerdem eine kleine LED, die uns ein Laden signalisiert. Diese ist nicht sehr hell und blendet, beispielsweise beim Schlafen keineswegs, worauf man echt achten sollte. Aber wie funktioniert der Charger eigentlich? Echt top! Die Dicke der verschiedenen Hüllen, mit denen ich das Laden ausprobiert habe, hat bei mir gar keine Rolle gespielt und mein iPhone X, womit der Charger auch wunderbar funktioniert, wurde immer zuverlässig geladen. Ein cooles Feature bringt der Charger auch durch seine zwei Spulen im Inneren mit. So kann man sein Smartphone platzieren, wie man will und es wird immer geladen. Außerdem bietet er mit einem Überstromschutz, Überhitzungsschutz und Überladungsschutz die nötige Sicherheit. Nun aber zur Ladezeit, was alle interessiert. Hierbei sei gesagt, dass diese natürlich je nach Akkuleistung variiert. Ich habe für folgende Ergebnisse mein iPhone X genutzt. Hierbei wurde mein iPhone in 30 Minuten auf ca. 17% aufgeladen. Zum Vergleich, mit einem normalen Ladekabel lädt es sich in derselben Zeit auf ca. 20% auf. So würden wir auf eine Gesamtladezeit von ca. 3 Stunden kommen. Das ist für Standard-Ski echt nicht schlecht. Beim Fast Wireless Charging wurde mein iPhone in 30 Minuten auf ca. 20% aufgeladen. Bedeutet ca. 2,5 Stunden für eine komplette Ladung. Bei diesen Messungen fiel mir unter anderem auf, dass dieser 17-Euro-Charger ganz easy mit dem 65-Euro-Charger von Apple mithalten kann und das fand ich echt krass. Von mir als Fazit auf jeden Fall zwei große Daumen nach oben und eine definitive Weiterempfehlung. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ihr euch einen Wireless-Charger ganz einfach unsichtbar in jedes Möbelstück einlassen könnt, schaut euch doch auch dieses Video von mir an. Ich würde mich ansonsten riesig über ein Abo und eure Bewertung freuen. Ich will die 1000 Abonnenten knacken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Also, ciao!